Und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Gut, heute wollte ich mit euch über den guten alten Ruf reden. Das ist so eine Sache, die ist bei mir in meiner Familie total das Riesenthema. Mein Vater ist ja Geschäftsmann und aufgrund dessen habe ich Zeit und oder vielleicht auch von seiner Familie her, habe ich von klein auf immer gehört, der Ruf. Der Ruf, der Ruf, der Ruf. Tu dies nicht, weil es könnte ja den Ruf ruinieren. Das nicht wegen Ruf. Also ich meine, sie haben nicht mal gesagt, den Ruf ruinieren. Das hieß immer bloß der Ruf, der Ruf. Und ja, ich habe dann immer solche Sachen wie zum Beispiel, ich wollte im Badeanzug mit eben einem Rock drüber in die Stadt gehen. Und da war ich eben dann schon 12 oder so. Vielleicht war ich auch schon älter, 14. Aber auf jeden Fall hat dann mein Vater gesagt, das kann ich doch nicht. Der Ruf, der Ruf. Und dann habe ich natürlich immer gefragt, ja, und wieso darf ich das nicht? Und mein Vater, seine prinzipielle Antwort war, das tut man nicht. Da gab es keine Erklärung, das war einfach dann, das tut man nicht. Woraufhin ich mir meistens gedacht habe, na, ich bin ja auch nicht Mann, ich bin ein Mädchen und ich möchte das jetzt aber. Dann mit ungefähr 14, 15 habe ich dann irgendwann gedacht, nee, mir reicht's. Damals gab es dann auch bei uns in der Familie väterlicherseits Probleme mit mir. Ich bin dann nicht mehr so gut mit denen klargekommen. Ich habe einige Verwandte, die finde ich total cool, aber es gibt eben auch so einige, die ich nicht so cool finde. Und ja, vielleicht erzähle ich euch die Geschichte mal anders. Das hat mal mit einem Weihnachtsfest bei uns zu Hause zu tun. Und gut. Sagen wir es mal so, das Weihnachten war schrecklich. Ja, und aufgrund dessen habe ich dann irgendwann mir gedacht, wieso soll ich eigentlich Danny ihren Ruf schützen, wenn es mich betrifft, ist mir mein Ruf. Und wenn ich mein Leben lebe, muss ich ja damit leben, wenn mich jeder für komisch, verrückt oder doof hält. Und nicht die. Ich wollte nicht, dass irgendjemand mich mit denen in Verbindung bringt und deswegen dachte ich, vielleicht bringt man mich auch nicht mit denen in Verbindung. Ja, also so im Sinne von, was ich tue, hat keine Auswirkung auf das, was sie tun und was sie tun, hat keine Auswirkung auf mich. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, ich glaube, so ist besser formuliert. Und so habe ich dann irgendwann angefangen zu leben nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich sichtlich ungeniert. Mein zweites Motto war immer, wenn du einen guten ersten Eindruck machst, kannst du es immer nur noch schlimmer machen. Und wenn du einen schlechten ersten Eindruck machst, dann kannst du es besser machen. Das ist immer so mein Lebensmotto gewesen bei allem, was ich seitdem getan habe. Weil ich einfach der Ansicht bin, ich will mich nicht verstellen müssen nach dem Motto, ich bin dies und das und jenes. Sondern ich bin einfach ich. Ich bin nicht perfekt. Ich habe viele Fehler. Und ja. Dann hatte ich mal so eine Phase, in der habe ich mich immer vorgestellt mit, hey, ich bin Elena und ja, ich hocke eigentlich 90% des Tages in der Wohnung. Ich schlafe meistens so bis 17 oder 20 Uhr durch und nein, arbeiten tue ich auch nicht. Das war dann einfach so dieses, alles wo der andere dann anfängt, diese berühmt-berüchtigte, oh Gott, Augenbrauen zu kriegen, auf einen Schlag raushauen. Da war einfach dann das Motto, Hauptsache nicht dieses mich verstecken müssen, irgendwas vorspielen müssen nach dem Motto, ich bin Elena, ich bin voll aktiv, ich gehe joggen, ich mache Sport, ich stehe voll drauf auf so Familienevents oder große Feiern zu gehen. Ja, ich bin total normal. Das fand ich dann einfach ich will es nicht sagen, nervig oder gerade fast zum Kotzen. Ich fand einfach, das bin nicht ich. Und was bringt es mir, wenn ich jemand Neues kennenlerne, wenn ich jemandem Neues theoretisch die Chance geben möchte oder ich mir auch eine Freundschaft aufzubauen und ich dann von Anfang an es auf falschen Tatsachen aufbaue. Also auf sowas wie, der erwartet dann, ja cool, sie ist jemand, der gerne, sagen wir mal, den ganzen Sommer durch die Stadt läuft und ich aber eben immer nicht so bin. Da habe ich mir so gedacht, das bringt mir nichts und das bringt dem anderen auch nichts. Und wenn ich von Anfang an einfach sage, was Sache ist, dann wissen beide, wo der Punkt ist, wo wir stehen und dann kann der andere mir sagen, gut, das wird nichts mit der Freundschaft oder so. Aber ich habe es damals dann auch ein bisschen übertrieben mit dem. Ich bin dann total rebellisch geworden und habe angefangen, wirklich
Ultra-Geschichten. Ich habe dann in Familieninternas teilweise sogar noch mit auf den Tisch raufgepackt, weil ich einfach fand, ich wollte nicht mehr dieses, den Ruf achten. Ich hatte einfach so satt immer dieses, der Ruf, der hier, der Ruf da, der Ruf jenes, der Ruf sel. Ich hatte einfach so unglaublich satt, dass dieses Hauptsache der Ruf bleibt intakt Ding wichtiger ist als zu leben. Also dieses, was die anderen über mich denken, ist wichtiger als wie ich mich dabei fühle, was ich dabei denke, was ich, wie es mir dabei geht. Hauptsache, die anderen da draußen sind der Ansicht, dass bei mir alles gut ist. Und das fand ich einfach so, ja, doch teilweise in meinen Augen für mich heuchlerisch. Entschuldigt, das ist mein Abendessen, was da gerade piepst, falls ihr es hört. Und ich für mich habe dann einfach so diesen Entschluss getroffen, ja, einen guten Ruf zu haben, ist eine tolle Sache, aber man kann sich ja einen Ruf auch aufbauen im Sinne von, die ist vielleicht etwas komisch, aber echt nett. Und ich kann nicht ändern, was andere über mich denken. Und vor allem, ich kann nicht ändern, was andere zu mir denken. Und ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, es hat mich auch nie wirklich gejuckt, was die über mich denken. Weil ich meistens über 90% der Leute gedacht habe, die sind aber echt komisch, weil es einfach so, ja, sowas wie, wenn dir jemand entgegenkommt und sagt, hey, du, na, wie geht's? Und du dir denkst, ja, hey, ja, jetzt müsste man mal wieder wissen, wer es war, ja, ja. Wenn alle für dich irgendwie, ja, in einer gewissen Form gleich sind, weil du sie einfach alle nicht erkennst, dann ist es dir irgendwann nicht so wichtig, was der Einzelne von dir denkt. Dann ist es dir wichtiger, was du von dir denkst. Oder besser gesagt, mir ist es wichtiger, was ich von mir denke und wie ich zu mir stehe. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob meine Message durchgekommen ist. Ich hoffe es auf jeden Fall. Wie seht ihr das? Wie ist es bei euch? Ist es bei euch auch so, dass ihr dazu neigt zu sagen, ein schlechter Ruf ist immer noch besser als einen falschen Ruf aufzubauen? Ist euch der Ruf, was ist euch wichtig, was die Familie von Ruf hat? Weil, klar, das ist irgendwie so, von klein auf hat man diesen vorgegebenen Ruf. Den Ruf der Familie habe ich so den Eindruck gehabt, lange Zeit. Und mich aus diesem Ruf rauszuarbeiten, das ist irgendwie so mein Hauptding. Das mache ich echt oft und gerne. Ja, oder einfach so, stellt mir Fragen oder wenn ihr, oder sagt mir, was ihr dazu meint. Und gut. Ja, ich würde dann sagen, an dieser Stelle entschuldigt übrigens gerade für dieses Verwirrte. Ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgend sonst was, dann schreibt mir gerne auch eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com oder ihr könnt mir auch gerne, wenn ihr mögt, einfach eine Nachricht auf Twitter oder Facebook schreiben. Oder wenn's euch anders passt, dann schreibt mir auch gerne in die Kommentare rein. Oder eben sehen wir uns dann am Freitag wieder. Also dann, bis Freitag und dann tschüss!